Jo, Leute, was geht bei euch? Ich bin's mal wieder und heute habe ich auch einen Gast, der eigentlich hier dem alles gehört, aber der ist trotzdem Gast. Was geht, Leute? Blaut ist mal wieder am Start. Ich bin heute bei der Nessie zu Gast und wir spielen heute Pokémon. Ja, habe ich vergessen zu sagen, was sieht man ja? Die wissen das ja alles. Ja, stimmt auch. Ja. Und ja, wir sind hier in Lavandia. Kennt ihr bestimmt sehr gut. Eine Stadt, die sehr freundlich ist. Hier gibt es sehr viele gute Sachen zu bewundern. Geister und Exorzisten vor allem. Und ja, sehr freundlich, also sehr kindergetreu gehalten und ja, ist einfach sehr schön. Glaubst du an Geister? Nancy, eine Frage für dich. Glaubst du an Geister? Soll ich es ernsthaft antworten? Keine Ahnung. Nein. Ja, nein, vielleicht. Nein. Du glaubst nicht Ich an sehe Geister. sie oft, aber nein. Nee, ich glaube nicht. Nicht wirklich. Du bestimmt, ne? Ich habe da schon eine ganz eigene Vorstellung davon. Um dir das zu erklären, würde ich hier ein paar Parts brauchen. Kann Deshalb man lassen wir das einfach sein. Ich bete für Pipi. Schluchz, ich kann nicht aufhören zu weinen. Ach machen. so. Du musst es doch richtig so vorlesen, dass er jetzt wirklich heult. Okay, nee, das mache ich nicht. Bist du hier, um dein Mitgefühl auszudrücken? Sei gesegnet, Bruder. Sei gesegnet. Ich stelle es mir gerade so richtig vor mit der Hand so. Ich bin so ein Arsch. Okay. Nein. Fukano, Was ist denn? warum hast du mich verlassen? Ey, okay, Leute, ich kann es nicht ernst machen, denn das geht gar nicht. Versuch's Ja, doch mal. was? Versuch's doch mal. Nein, Fühl dich da ich. richtig rein. Ach komm. Das klappt doch eh nicht bei mir. Du kannst dich richtig hineinfühlen, dass du fast anfängst zu heulen. Das kannst du. Ich weiß das. Glaubst du an mich? Ich glaube immer an dich. Okay, das freut mich. Aber ich kann es trotzdem nicht. Ey, So, kurz komm mal schon. Yumi richtig umbenennen. Ja, falsch geschrieben. Habe ich Ta gesehen. Gleich von Anfang an. ja, die Erkenntnis kommt zuletzt. Oder zuerst. Wie fällt es dir eigentlich ein? Ergibt das Sinn? Weiß ich gar nicht. Ach, Was macht egal. Sinn? Mein Satz, Welcher Satz? der eigentlich einfällt, ist einfach falsch zu schreiben. Also, geht gar nicht. Wir sind alle enttäuscht von dir. Echt? Ja. Ich bin minderwertig. Ich glaube, ich lasse mich von so einem Exorzisten töten. Oder ich Nö. lasse mir einfach meine Seele aus dem Leib schneidern oder so. Ich würde einfach die Cap umdrehen, das ist cooler. Das wäre auch cool, ja. Ja. Ich hätte auch gerne Cap, aber ich habe keine. Ja. Ja. Snacks! Ja! So, zu diesem kleinen Ort hier kann ich gleich mal eine Geschichte erzählen. Gary befindet sich gerade an diesem komischen Ort, wo sich sehr viele tote Pokémon befinden, also ein sogenanntes Friedhof. Und anscheinend wurde sein Radikal hier getötet oder es wurde einfach in einem Kampf besiegt und dann ist es gestorben. Und er ist hier, um das Ganze, ja, keine Ahnung, also sich von seinem Pokémon halt zu verabschieden. Und deshalb ist er halt an diesem Ort. Das wurde nie wirklich bestätigt, ist also eine Theorie, kann man davon ausgehen. Ich finde sie sehr gut, mir gefällt sie sehr gut, denn das würde durchaus Sinn machen, denn er hat fünf Pokémon in seinem Team. Und er hatte noch Platz für ein weiteres Pokémon, das heißt, die Ausrede, dass er es in seinem PC verstaut hat, klappt hier nicht. Oh, stimmt. Denn er hatte ja noch Platz, um es bei sich aufzunehmen. So viel mal dazu und ja, ich finde das ganz cool. Das wusste ich gar nicht. Echt? Das ist ja richtig cool. Siehst du, Cool man gemacht. lernt immer dazu, ne? Ja, von dir auf jeden Fall. Ach, von mir. Sondern, oh mein Gott, ich bin, oh mein Gott, Oh mein einsam. Gott, ich muss es töten. Nein! Yumi wird es töten. Nein! Nicht das Sondern. Ja, erklär uns mal deine Vorliebe für dieses Pokémon hier. Ich liebe Sandern. Ja, ist Punkt. glaube ich ihr Lieblings-Pokémon, oder? Oh. Und Und jetzt es ist ist es sehr ein gut. totes Und es Pokémon. ist ein totes, totales Pokémon. Ich habe es gerade auf dem Gewissen. Ach, es schiebt da gleich irgendwo rum. Ist in Ordnung. Kann man mitnehmen. Ja. Evoli! Oh, ach man. Snacks, Töters. Snacks Gibt es da mit. eigentlich schon, nee, da gibt es auch gar keine Hilfe. Viel schlechter. Ne, ich glaube nicht. Ne, nur für Nidoran und Nidorino gab es ein Geschlecht. Genau. Mir sowieso für Magneton gibt es ja. Also, er hat ja kein Geschlecht, er ist einfach nix. Er ist Ungeschlecht. Etwas dazwischen. Ich glaube, du bist einfach diese Person, die ich einfach ansprechen sollte, wenn ich irgendwie eine Frage dazu habe. Das Pokémon, oder? Genau. Ja.
Bis später, Gary. Ja, mach's gut und trauer nicht zu viel um dein Radikal. Kannst ja ein neues fangen, ist okay, kann man wirklich so stehen lassen. Ist ersetzbar noch? Komm. Ja, man kann alles ersetzen. So Menschen, Tiere, alles. Tschüss, geht alles. Tschüss, du, ich such mir jetzt mal ein anderes. Ja, kann man ganz einfach machen hier. Natürlich. Ja, so, ich hatte jetzt auch ein gutes Thema parat, was ich schon letztes Mal ansprechen wollte, aber ich denke, jetzt passt es besser, da wir uns jetzt in diesem Turm hier befinden und ja. Ihr kennt doch bestimmt das Lavandia-Syndrom. Kennst du das, Nessie? Nee, erzähl mal bitte. Echt? Ohne Witz, kennst du das nicht? Ich weiß gar nicht genau, vielleicht, also ich sag's dir später, wenn du fertig bist. Ja, das Lavandia-Syndrom ist ein sehr bekanntes Phänomen, das sich in Japan abgespielt hatte bei diesem Spiel hier. Als das Spiel bei ihnen rausgekommen ist, also Pokémon Grün und Pokémon Rot, hatte Lavandia so eine andere Mucke. Das war so eine, keine Ahnung, auf jeden Fall war sie noch viel creepier als das hier, was wir hier gerade vor uns haben. Und das war so eine Mucke, die hatte zwei verschiedene Sounds, also die Ohren hatten zwei verschiedene Dinger gehört und das war so ein sogenannter Binaural Beat. Der verursacht, dass man einfach in eine Stimme, also in so eine Stimmlage umgewandelt wird und so. Oh mein Gott, ich kann das absolut nicht erklären. Auf jeden Fall kommt man in dieses Gefühl rein, dass man einfach sehr viel Angst empfindet, weil einfach diese Musik das Ganze ausgelöst hat. Und bei gewissen Kindern in Japan wurde das so krass, dass sie sich sogar das Leben genommen hatten. Das ist jetzt kein Witz. Es hatten sich diverse Kinder das Leben genommen, weil die Mucke das auf sie eingewirkt hat. Und dieses Lied könnt ihr selber mal auf YouTube finden und das Ganze mal hören. Ich würde es nicht unbedingt empfehlen, denn ich glaube nach so 10 Minuten oder 20 habt ihr so den Depri, also ihr seid einfach am Arsch, weil es einfach auf euch einwirkt. Und ihr spürt es einfach, euch geht es nicht gut. Das ist einfach mentale Kacke, die euch einfach zerstört. Und ja, das wurde dann später in der europäischen Version wieder gut gemacht. Und hier ist das nicht mehr der Fall und hier werden sich auch keine Kinder mehr töten wegen diesem Spiel oder so. Ich hoffe es doch mal. Ja, also ich fand das irgendwie voll krass. Also es hat mich schon, ich weiß nicht, es hat mich echt geflasht, dass so ein Spiel, ein ganz banales Spiel wie das hier, Kinder dazu bringt, sich zu töten. Really? War schon also, krass. Ich bin gerade auch echt so in den Gedanken, Alter, was zum? Also ich kenne mich ja einigermaßen mit diesen Binaural Beats aus. Das sind einfach so ganz banale Lieder, die sich dann in so einer gewissen Stimmung bringen. So, es gibt so Lieder, wo ich einfach in einer sehr chilligen Laune bringe oder halt in einer motivierten Laune, was auch immer. Und dieses Lied hier hat wirklich sowas verursacht, dass es einem sehr schlecht geht. So einfach voll, boah, ich bin voll am Arsch, das Leben ist kacke. Halt Depri. Und irgendwie hatte man dann das Gefühl, sich das Leben zu nehmen. Ich hab keine Ahnung. Klingt sehr skurril. Ihr könnt es auf jeden Fall mal auf YouTube eingeben und es euch selber mal anhören, das Originallied. Ich würde es euch nicht empfehlen, aber falls ihr mutig seid, könnt ihr es mal versuchen. Und ja, was später aus euch werden wird, sei mal dahingestellt. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt wissen. Deshalb macht es am besten gar nicht, denn es ist dumm. Ja, ihr habt gar nichts davon und euch wird es nicht unbedingt besser gehen nach dem Lied. Deshalb lasst es einfach. Ist okay so. Ich wollte dich gerade was fragen. Mach mal. Ob ich vielleicht morgen oder so dich mal anrufe und dann höre ich mir 3 Sekunden an, weil alleine will ich nicht. Du möchtest dir das echt anhören? 3 Sekunden oder 5. Okay, nee, dann schon 1 Minute oder 2. Echt jetzt? Ja, okay, einfach mal das ganze Lied so. Ich glaube, das ganze Lied ist nur 4 Minuten. Aber es gibt natürlich so eine Extension-Version, so eine verlängerte Version davon. Und ich denke, wir geben uns mal die normale Version, ne? Alles klar. Ja. Also allein nicht mit dir wäre es bestimmt noch lustig, sage ich mal. Ja, und du musst natürlich noch Kopfhörer benutzen. Das ist der Clou an der Sache, denn es wirkt ja auf die... Also es wird verstärkt einfach, der Fokus wird verstärkt auf dein Gehirn und du spürst es einfach. Es ist voll nicht gut, das Gefühl. Und wirst es schon sehen, wird voll schwul an sich. Oh, ja. Ich habe gerade so ein Glück, dass ich keine habe. Oh ja, alles Schrott. Ja. Glück gehabt, ne? Ist schon sehr krass, das Ganze. Ja, ich glaube, ich hatte jetzt alles zu dem Phänomen gesagt. Falls ich was ausgelassen habe, dann tut es mir leid, ich habe es irgendwie vergessen. Es gibt aber bestimmt noch einiges, das ich übersehen habe. Falls ihr es wisst, schreibt es mir einfach mal in den Kommentaren, falls ich was vergessen habe.
Und ja, dann kann ich das später nochmal erwähnen oder so. So, Kinder, weiter geht's mit Pokémon. Ich hatte kurz einen Anruf bekommen. Ich hatte voll eskaliert während diesem Part hier. Ich habe scheiße gelabert und bla bla. Ich werde einiges rausschneiden, weil das einfach scheiße klingt. Und nein. Klar werde ich das rausschneiden. Nein. Was? Was willst du denn rausschneiden? Es gibt einige Teile, die mir nicht gefallen haben. Ach, du bist doch doof. Wieso machst du das? Ja, weil das doof klingt. Ich finde das so cool. Die Frau sagt: Komm her, mein Junge. Ich habe diese Stelle mit weißer Magie versiegelt. Du kannst dich hier ausruhen. Oh. Alles krank hier. Alles komplett am Arsch. Sie ist eine Exorzistin. Das heißt, sie treibt Geister aus Menschen heraus. Oder sie fügt sie in einen Menschen ein. Also eins der beiden. Ja. Hat sie wahrscheinlich gerade gemacht bei dir. Hoffentlich nicht. Das wäre nicht cool. Auf jeden Fall finde ich das ganz krass. Ey, als Kind, du liest das einfach mal so Exorzist und denkst dir, was ist ein Exorzist? Ja, ne? Dann 10 Jahre später, wenn man so erwachsen ist, spielst du das nochmal und denkst du dir, alter Scheiße, was geht? Ja, das fällt dann erst gar nicht richtig so auf, ne? Dann spielt er dem und sich so, what the fuck is das? Und dann, wow. Schon krass. Ohne Witz, ich fand das immer krass. Ist auch eigentlich so, ne? Ist auch so, echt. Wie kommt man auf Exorzisten? Von so vielen Möglichkeiten, die man hatte, so einen Trainer aufzubauen, so einen Seelenklempner hätte es sein können, machen sie unbedingt einen Exorzisten da. Nee. Seelenklempner wäre so gut gewesen. Stell ich mir gerade so richtig hammergeil vor. Voll cool gewesen, so ein Seelenklempner. Mit einem Hypno oder so. Ja, Hypno. Hypno als Trainer halt. So. Hypno für Arme. Oh mein Gott, ja. So, kurz wegwerfen. Ja, das ist voll die gute Idee, müssen wir erfinden. Echt? Das wäre voll cool. Natürlich, was ist das? Digi, Yumi, Hammel. Los! Töten. Weiter, töten. Zum Vorteil. Zum Vom. Mein Gott, Deutsch. Deutsch? Wo ist Deutsch? Deutsch! Fang es ein, es läuft, fliegt und so. Okay, jetzt kommt das Geist-Pokémon. Das Geister-Pokémon, was laber ich für Kacke? Los geht's. Verschwindet, Eindringlinge. Verschwindet. So. Ja, das hier fand ich als Kind voll, ja, störend, könnte ich es ausdrücken. Jetzt nicht mehr so, aber komm, als Kind hatten wir doch alle Angst. Ja, das stimmt. Hatte ich auch. Ja, ich finde, es sieht geil aus. Ja, geil! Jetzt sieht es geil aus. Der Geist war die rastlose Seele von Tragossos Mutter, die gestorben ist. Ihre Seele hat Frieden gefunden. Sie ist in das Jenseits eingekehrt. Ja, für die, die es nicht wissen, die Mutter von Tragosso wurde von Team Rocket anscheinend gefoltert oder getötet. Und genau. Und ja, ich weiß nicht, also das Tragosso wird ja nicht unbedingt gezeigt, was ich sehr schade finde. Man hätte so voll den geilen Storyplot machen können mit Tragosso und so, ne? Mhm. Aber das wurde nicht gemacht. Ich denke, im Anime kam so eine Szene vor mit Tragosso und so, aber daran kann ich mich nicht mehr so gut erinnern. Aber ja, was willst du tun? So, tot und zu guter Letzt, damn. Fliegern? Ne, das ist blöd. Genau. Ich habe da als kleines Kind geheult, weil ich das so traurig fand. Echt? Ja. Krass. Hat so richtig mein Herz erreicht. Ja. Ja. Oh. Mann. Oh, ist so halt süß. Und Hammer entwickelt sich. Leute, es geht los. Aus 2 Köpfen werden. Könnt ihr es erraten? Das wird zu schwierig. Das ist halt so im Kopf nicht aus. Am Telefon. So, Dodri am Start. So schnell wie das Licht. Alter, warum nervt mich dieser Typ? Ja, so, Mr. Fuji, was geht? Was? Du kommst, um mich zu retten? Vielen Dank, aber ich bin freiwillig hier. Ich kam her, um die umherirrende Seele von Tragossos Mutter zu beruhigen. Knoggers Seele kann nun endlich in Frieden in die ewigen Jagdgründe einkehren. Trotzdem danke ich dir für deine Sorge um mich. Folge mir in das Pokémon-Clubhaus am Fuße des Turms. So, das machen wir mal sehr gekonnt. Ich glaube, ich muss noch zuerst was hier abwerfen, damit ich Platz habe, um diese Pokémon-Flöte zu erhalten. So, jetzt können wir Relaxo aus dem Weg fegen und ja, dann können wir auch weiter vorankommen, nämlich zum nächsten Arena-Leiter. Und wisst ihr Bescheid, Leute? So.
Ich glaube, ich muss mir noch Schutz kaufen, aber das werde ich bestimmt im nächsten Part tun oder so. Keine Ahnung. Solltest du mal, ja. Nicht vergessen. Genau. So, Leute, das war's für diesen Part hier. War etwas kurz, glaube ich, oder? Kann es sein? Ja, irgendwie so, ne? Kürzer als der andere Part. Ja, der andere war etwas lang, aber da hatten wir auch einiges gemacht. Aber in diesem hier wollte ich nur Lavandia zeigen und im nächsten Part werden wir uns dann die Trainer vornehmen. Und ja, ich hoffe mal, dass du das nächste Mal auch wieder dabei bist, Nessie. Denn es sind sehr viele Trainer da und ich brauche einfach einen Gesprächspartner, um die Langeweile einfach, ja, zu verdrängen. Ja, mit mir geht das ganz gut, ne? Ja, du kannst das schon sehr gut. Yay! So. Ja, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es gefallen hat, könnt ihr dieses Video mit einem Daumen hoch bewerten. Nessie, sag mal was. Was soll ich denn sagen? Was bitte? Verabschiede dich einfach. So sehr, sehr süß. So. Okay, danke fürs Zuschauen. Ihr seid voll toll. Und vielleicht bin ich erst nächstes Mal wieder da. Ich finde euch alle klasse. Bis zum nächsten Part. Euer Bladius.